meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Weihnachten, seid gefühlt 5 Kilo schwerer. So geht's mir momentan. Habt die Wünsche erfüllt bekommen, die ihr euch gewünscht habt? Ja, Stirnband on fleek, denn mein Ansatz ist momentan so weit rausgewachsen, dass man es echt momentan nicht angucken kann. Aber warum ich hier bin? Ich habe euch ja schon wieder so viele Neuigkeiten noch vorenthalten. Aber wir wollen ja das alte Jahr noch schön ausklingen lassen. Mit dem Olaf. Und mit. Ich hoffe, es funktioniert jetzt, aber ich kenne mich, das wird nicht gut gehen, wenn ich Glück habe. Oh Gott, hoffentlich kommt es wieder zurück, zurück, ganz langsam. Ja, gut, okay, da darfst du zusammenhauen. Und zwar, ich muss jetzt hier mal schnell suchen, denn der ist noch, dass ich da jetzt hier nichts durcheinander bringe. Ja. Denn es kam an. Zum Probengießen und vorab schnüffeln natürlich ganz wichtig. Die kompletten Bring Back My Bar. Stück an der Zahl, 12 von allen gewählten und 3 von unserem CEO Dan ausgewählt, 5, ja 5 ausgewählt, genau, der Rest 12. Ja, hier zum einen die Bring Back My Bar, die kommen ja ab dem 1.1. für euch zum Kaufen auf meinem Shop, in meinem Shop. Und dann kommt natürlich auch am 1. unsere Valentinstagskollektion. Und ich habe auch die 3 Düfte, die es geben wird zum Valentinstag zum Schnüffeln. Und das machen wir jetzt natürlich gemeinsam. Also, nehmt euch einen Kaffee. Ich hoffe, meine verbleibenden 30 Minuten, wo ich habe, reichen mir aus. Ich befürchte nicht. Aber gut, dann muss ich mir was einfallen lassen. Oder ich mache das anders. Genau, ich mache das anders. Also, Kommando zurück. Moment. So, wir ändern das Ganze jetzt um. Wir machen hier jetzt ein Neuigkeiten-Video draus, weil nein, für die ganzen 17 Düfte reichen mir, ganz ehrlich, reicht mir die Zeit nicht. Das müssen wir separat machen. Okay, aber dann sprechen wir jetzt über die Valentinskollektion, die am 1.1. um 9 Uhr, früh um 9, also nicht so viel saufen an Silvester, denn man muss aufstehen. Oder man macht durch, oder man macht es mit Kader, eine Kopfschmerztablette rein und gut ist. Also, es wird rosa, es wird herzig, es wird verliebt, es... Ach ja, wie halt dieser schnulzige Valentinstag so ist, wer drauf steht. Ich bin kein großer Freund vom Valentinstag, wirklich nicht. Aber die Düfte haben mich interessiert und deswegen habe ich mir die vorab auch geholt. Und
um die kümmern wir uns jetzt als erstes. Also ihr seht schon hier, sehr rosa. Hier sind die drei. Und zwar heißen die zum einen Pink Sunshine, Clementine Blossom und Starburst Sky. Wir fangen mit dem Pink Sunshine an. Ich gucke jetzt auch nicht, ich konnte jetzt auf die Schnelle nicht lesen, vor allem ich, halber Blindfisch. Mit meiner Brille konnte ich jetzt auf die Schnelle ihn lesen. Na Donnerwetter, die haben sie aber diesmal gut zugemacht. So, Nase ist bereit. Der ist aber... pinkig. Also, es ist irgendwas Blumiges. Es ist wirklich was Blumiges. Und ich finde irgendwie auch so ein bisschen bitter. Erinnert mich an irgendeinen, erinnert mich das. Erinnert mich der ein bisschen an Pink Promenade? Nee. Der Pink Promenade ist süßer. Also der hier ist, finde ich, richtig herb. Und der hat so ein bisschen was Muffiges. Ein bisschen was Muffiges. Also, wäre jetzt nicht wirklich mein Fall. Üppige Birne und Pflaume gesellen sich zu Kaschmir und einem Glas Rosenmilch. Habe ich den richtigen? Ja. Üppige Birne und Pflaume. Kaschmir? Wo ist der Kaschmir? Nee. Also, hey Leute, da ist alles drin, aber kein Kaschmir. Na, da ist wirklich. Dieses Herbe ist dann bestimmt die Pflaume. Das ist dann schon echt eine sehr herbe Pflaume. Also, Birne. Ich muss jetzt hier mal schnell was gegen riechen. Nee. Aber der hat so ähnlich ein bisschen auch dieses Muffi hier. Naja gut, also mal auf Seite. Als nächstes der Clementine Blossom. Der ist schon eher meins. Der ist auch fruchtig. Süß. Der an irgendein Eis. An irgendein Eis. An das Solero? An das Solero? Nee, oder? Ein bisschen schon. Was haben wir? Goldene Zitrusfrüchte überrascht mit rosa Nektar und einer Zuckerblüte als i-Tüpfelchen. Nee, aber das ist ein Eis. Irgendein Eis. Aber das ist doch das Solero. Ich denke ja, der könnte mir gefallen. Und dann zum Schluss haben wir den Starburst Sky. Der hat ein bisschen was von Sugar. Ja. Also nicht ganz so süß, aber der geht in die Richtung. Finde ich.
Süßer Apfel wird von Vanillecreme und fluffigen Kokosnusswolken vor einem Sonnenuntergang aus bernsteinfarbenen Blüten verzaubert. Aber doch, ich finde, der hat im ersten Moment hat er echt ein bisschen was von Sugar. Machen wir hier wieder meine Top 3. Also ich weiß definitiv, der hier ist auf Platz 3. Jetzt entscheidet sich der oder der auf Platz 1. Also ich würde aber trotzdem sagen, dass der Clementine Blossom auf der 1 ist und der Starburst Sky auf 1. Ich werde Duftproben heute davon noch gießen. Es wird heute eine lange Nachtschicht. Das sind ja 20 Bars, wo ich Proben gießen muss. Und diese drei wird es geben. Im Dreierpack für 24,50 Euro. Haben wir das schon mal. Aber wie schon gesagt, ihr könnt warten, weil also erfahrungsgemäß ist auf die Valentinskollektion, zumindest auf die Bars, eigentlich nicht so ein Run. Ich muss jetzt hier mal aufpassen. Ich bin hier total verkabelt. Ich reiße heute hier noch irgendwas runter. Es kommt davon, wenn man zu wenig Dreifachstecker hat. Ich muss jetzt nämlich mal ganz schnell meinen Ofen Holz auflegen. So, da bin ich wieder. Ja, ich werde Proben gießen. Wenn jemand von den Valentinsdüften und von den Bring Back My Bar Duftproben haben möchte, mir Bescheid sagen. Ich mache hier heute wirklich eine Nachtschicht, dass die also heute komplett verpackt und versandfertig sind, dass ich die morgen dann wirklich nur noch auf die Post bringe und dann im Idealfall müssten die dann Samstag eigentlich bei euch sein. Also mein Plan war ja eigentlich gewesen, laut UBS hätte der bis 11:50 Uhr da sein sollen. Mein UBS-Fahrer hat sich gedacht, na nö, ich komme halt erst mal kurz vor 2. Ja, das waren dann schon wieder 2 Stunden, wo mir echt abgegangen sind und ich hätte es dann jetzt nicht geschafft, die noch zu gießen, abkühlen zu lassen, einzutüten und fertig, weil sonst hätte ich heute noch einen Schwung weggebracht. Aber so muss ich das alles morgen machen. Deswegen, wer möchte, kommentiert entweder unter dem Video oder ihr schaut mal auf Instagram in meinem Highlight-Ordner. Und auch momentan müsste es noch in meiner Story drin sein. Ich habe eine VIP-Gruppe gegründet auf WhatsApp. Bin ganz stolz. Meine erste. Und da erfahrt ihr natürlich schon immer viel eher, was es an Neuigkeiten gibt, was ich so eigentlich nicht so rausposaunen würde, weil. Man muss halt da immer ein bisschen abwarten und immer so kurz vor knapp eigentlich immer sagen. Aber das jetzt mit den Duftproben, ich habe wirklich geschwitzt wie Sau. Also ohne Scheiß. Ich habe die am 19. konnten wir die abends um 8 bestellen. Und der Status meiner Bestellung hat sich ewig nicht geändert. Es stand ewig auf erhalten. Es stand ewig auf gedruckt. Und dann endlich. Einen Tag, nein, warte, lasst mich lügen. Doch. Einen Tag vor Heiligabend. Oder sogar am Heiligabend. Stand endlich versendet. Dann hat es zuerst geheißen, dass sie am Freitag kommen. Das wäre ganz kritisch gewesen, weil da hätte ich, also, nein, das hätte ich also überhaupt nicht geschafft. Und dann hat es plötzlich geheißen, Donnerstag. Habe ich gedacht, juhu. Ja, wenn er natürlich um 11:50 Uhr gekommen wäre, aber mein Gott. Ich will da gar nicht meinen UBS-Fahrer schlecht reden, weil der ist der Beste. Der ist wirklich der Beste. Mein UBS-Fahrer ist wirklich der Beste auf der ganzen Welt. So. Ja, siehst du, ich hätte das gar nicht geschafft. Ich hätte das gar nicht geschafft. Dann haben wir, Moment, ich habe hier doch auch lauter schöne Bilder.
Es wird auch einen Valentins-Buddy geben. Herzchen, Herzchen, über Herzchen. Ha! Alles rosa. Mit Herzchenstoff und flauschigem Fell. 50 € mit einem Centpack eurer Wahl und der heißt Benny Bubu, der Bär. Ja. Ob man merkt, dass ich mit Valentinstag nicht anfangen kann. Nein! Dann haben wir hier. Muss ich hier mal gucken. Genau, den. Dann gibt es was ganz was Geiles. Okay, abgesehen davon, Valentinstag hin oder her. Aber wir bekommen eine Duftblume, die die Farbe ändert. Ich meine, man kann das ja auch selber machen. Allerdings ist da, also da braucht ihr schon eine richtig geile, saugute Lebensmittelfarbe, damit das funktioniert. Ja. Oh Gott. 22,75 kostet die Duftblume mit dem Duft, wie sollte es anders sein? Der Pink Sunshine, meine Nummer 3. Ja, es ist halt so. Ja. Dann haben wir einen Buddy-Clip. Gnelli die Zwergin ist 17 cm hoch, kostet 25 €. Auch natürlich ganz im Love is in the air Style. Dann gibt es ein Kombi-Angebot. Mit dem pinken oder zartrosanen Mini-Ventilator mit Pods. Da könnt ihr wählen zwischen dem Pink Sunshine und oder dem Starburst Sky. Also, wir wissen jetzt, glaube ich, alle, was ich nehmen würde. Für 28 €, das wäre dann hier dieses. Dieses Angebot hier. Dann haben wir eine elektrische Mini-Duftlampe. Die Lit with Love, also mit Wandstecker 35 € oder für den Tisch zum Hinstellen für 50 €. Das ist die mit den ganz vielen kleinen Herzchen. Und dann haben wir eine große Duftlampe, die Pink Champagne. Die kostet 64 € und die leuchtet dann rosa. So, haben hier noch was. Da, 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 das sind die, das sind Buddy, den Clip haben wir. Ahahaha, natürlich. Den Reisetwister. Ah, den gibt es auch in Pink Sunshine. Und die Handcreme dazu, die gibt es in Starburst Sky. Habe ich noch was? Nein. Ja, es gibt auch leider nur die, es gibt nur die Pots in entweder in Pink Sunshine oder in Starburst Sky. Als Wachs gibt es eben meine 3 hier. So, und da seht ihr das Ganze hier nochmal in groß. Das ist das hier. Hier ist das Bärchen. Und hier die 3 Düfte. Ich hoffe, ihr seht die jetzt. So, und hier unten seht ihr den Pott, den
den Twister und die Blume, die sich färbt. Und hier in dem Starburst Sky die Handcreme und die Pots. Ja. So, also das gibt es alles am 1.1. um 9 Uhr. Hier die 3. Nee, der wird einfach nicht. Ich will euch da jetzt echt nicht dingsen, aber. Nee, der ist einfach. Sorry, der ist echt. Der ist miefig. Der riecht irgendwie. Also, was soll drin sein? Apfel. So ein, wie sagt man, so ein Mostapfel. Also, der schon länger liegt. Entschuldigung, aber nee, Birne und Pflaume. Ja, was ist denn das dann? Ist das die Pflaume, die schon länger liegt? Oder ist das die Rose? Ich habe keine Ahnung. Ja doch, es könnte die Rose. Nein, das ist die Pflaume. Ich komme hier gerade vor, wenn ich hier mit meinem zweiten Ich diskutiere. Ja. Ah. Es macht so Spaß, diese Videos zu drehen. Ihr glaubt es gar nicht. Nein, das ist eine Kombination aus schon, also nein, also aus einer sehr, sehr herben, noch sehr frühreifen Pflaume und Rose. Und Rose ist echt nicht meins. Nee, Rose ist definitiv nicht meins. Also der ist echt raus. Meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen da oder ein Abo oder beides. Ich freue mich immer riesig. Und wie schon gesagt, wenn ihr Duftproben haben wollt von den Valentinsdüften, von dem Bring Back My Bar, von beiden oder nur von einer Kollektion, whatever, dann lasst es mich wissen, kommt in meine VIP-Gruppe. Ich habe mir da schon auch für die Zukunft so das ein oder andere ausgedacht. Ich habe mir so überlegt, ich werde vielleicht so einmal im Monat werde ich ein Gewinnspiel veranstalten in meiner Gruppe. Das darf ich eigentlich gar nicht so laut sagen. Aber in meiner VIP-Gruppe kann ich tun und lassen, was ich möchte. Und deswegen kommt in meine Gruppe, schaut auf mein Instagram-Profil und wir rocken dieses Jahr noch gar zu Ende und dann am 1. geht es gleich mit Vollgas weiter. Und mein nächstes Video nicht verpassen. Da geht es nämlich dann um die 17 Bring Back My Bar. Ja, seht ihr? Sie sehen nichts. 24 Minuten nur für die Valentinskollektion. Also, ich bin heute wieder im Redeflow. Ich merke schon. Also, meine Lieben, bis zum nächsten Video. Macht's gut.